hier auf meinem Kanal. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Ich habe jetzt zweimal die letzten zwei Tage beim DM geshoppt. Ich nehme euch mal ein Stück runter. Und habe ganz, ganz tolle Items gefunden, die ich euch gerne zeigen wollen würde. Es sind also wohl auch neue dabei. Ich war ja am 10. war ich ja diesen Monat auf der Glow mit der Alida. Und habe da auch einige Marken gesehen, die ich jetzt praktisch im DM praktisch mir angeguckt habe. Und deswegen wollte ich euch heute, wie gesagt, mal meinen Haul zeigen. Wie gesagt, bist du ganz, ganz neu auf meinem Kanal, dann abonniere ihn doch ganz gerne und lass mir einen Like für dieses Video da. Ich mache gelegentlich DM-Hauls, ich mache die jetzt nicht monatlich oder so. Da müssen wirklich interessante sein, also bei Klopapier hole ich euch jetzt nicht an meine Linse. Auf jeden Fall, da sind wirklich coole Sachen dabei für Haare, Haut und Make-up. Und auch ganz, ganz tolle reduzierte Ware, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich hoffe, dass ihr die an der Glow-Woche wahnsinnig viel Spaß hattet. Es war sehr, sehr viel Arbeit und ich hoffe, dass ihr auch an meiner Verlosung teilhabt, weil heute ist ja Freitag, beziehungsweise das Freitag ist, wenn ihr das Video seht. Aber ich habe jetzt gestern ein Video für euch hochgeladen, das verlinke ich euch auch hier. Da könnt ihr sehr, sehr gerne an der Verlosung teilhaben. Ich habe einige der Sachen aus der Goodie Bag und aus meinen geschenkten oder gekauften Sachen zusammengepackt. Und für euch zwei eine Verlosung für zwei meiner Abonnenten, meiner treuen Abonnenten praktisch zusammengepackt. Und bevor ich irgendwie langsam keine Luft mehr bekomme, weil diese Tüte so schwer war, zeige ich euch, was in dieser Tüte. Ich stecke mir jetzt die Tüte auf den Schoß, weil es ist echt viel, Leute. Ich fange jetzt mal an mit Haarprodukten, weil ich habe dort auf der Glow die Marke Langhaarmädchen. Da steht, und zwar habe ich da einige Sachen. Die waren auch Preise, sage ich euch in etwa, weil ein Teil davon von den Sachen habe ich Preise. Von einem Teil davon habe ich den Zettel wieder irgendwo und ich weiß nicht wo. Also das sind jetzt die Haarprodukte. Ich glaube, ich habe alles. Da hatten wir zum einen von der Marke Langhaarmädchen. Da steht DM liebt Langhaarmädchen. Entweder wird die durch DM gesponsert oder es ist jetzt praktisch eine exklusive Marke, die bei M auftaucht. I don't know. Also das ist praktisch das Item. Das wäre das Shampoo. Das ist in einer... Also da steht Intense Repair. Das ist aber kein silikonfreies Shampoo, das müsst ihr wissen, weil da hinten steht auf jeden Fall Silikon drauf. Glycerin, Panthenol. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da ist bestimmt auch irgendwo Silikone drin. Ich habe wohl irgendwie gelesen, dass es Teile davon gibt, die haben keine Silikone, manche haben. Es steht aber, wenn das nicht extra, normalerweise schreiben ja Marken das direkt hin, aber da glaube ich, dass da Silikon drin ist. Ich weiß, dass es nicht gut für die Haare ist, aber ich benutze die jetzt nur wirklich für die Hälfte der Haare, weil ich habe das Problem, mir juckt es am Kopf immer so, wenn ich so krass parfümierte Shampoo nehme. Aber ich glaube, das ist eigentlich so verwendbar. Dann habe ich hier noch den Conditioner mit derselben Geruchsrichtung. Und zwar ist es Kokosöl und Buriti-Öl. Ich weiß nicht, was dieses zweite Öl ist, aber auf jeden Fall riecht es echt nach Kokos, total nach Urlaub. Diese Sachen sind aber nicht billig, die kosten 4,95 €. Ich wollte das jetzt mal austesten, weil ich habe ja auch recht, bis zum Oberarm hatte, habe ich einfach die Haare und die will ich natürlich austesten. Dann habe ich mir noch das Hitzeschutzspray, das habe ich jetzt heute auch verwendet. Da ist Alkohol drin. Der verfliegt natürlich, wenn ihr mit dem warmen Föhn da drauf geht. Aber trotz allem, also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Das kostet, glaube ich, um die 3,99 € oder 2,79 € irgendwie in die Richtung. Da ist auf jeden Fall Alkoholdenat, Benzylalkohol. Auf jeden Fall ist da ordentlich Dampf drin. Und auch wenn ihr das aufdreht, riecht ihr den alkoholischen Anteil. Also das ist auf jeden Fall, das würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil, wie gesagt, es gibt da vom DM auch ohne Alkohol Sachen. Aber trotz allem finde ich die Verpackung sehr, sehr gut. Also die Sachen werden ja nicht zugelassen in Deutschland, wenn die praktisch euch total schaden würden. Ihr würdet euch irgendwas abbrennen oder so. Aber es ist einfach nicht gut für die Kopfhaut vor allen Dingen. Dann habe ich mir ein Haarspray mitgenommen. Das funktioniert super. Ich habe jetzt praktisch heute ja nur einen ganz normalen Dutt, weil ich habe meine Haare gestern gefärbt. Wie man auch sieht, ich habe hier voll die Macke am Hals. Ich habe einfach vergessen, mich ordentlich einzucremen. Und übrigens, kann man bitte mein Make-up appreciaten. Ich habe mit den neuen Colourpops gespielt, die ich euch am Sonntag hochladen werde, wenn meine Beauty-Bay-Bestellung dazu kommt. Also da werde ich so ein Beauty-Haul machen. Das ist immer super zum Abdrehen. Das macht immer mega Spaß. Ich muss ja immer für euch warten, dass ich die Sachen auspacke. Das ist immer super stressig. Ich will die mal auspacken und kann es nicht.
Auf jeden Fall habe ich jetzt hier dieses Haarspray, das kostet 2,79 €, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dann habe ich hier noch ein Haaröl, das habe ich auch heute schon ausgetestet, beziehungsweise an dem Tag, wo ich drehe, ja. Und das war super. Also es hat super, super gut ist in die Haare gegangen. Ich habe das jetzt einwirken lassen, bevor ich meine Haare geflochten habe. Und das war sehr, sehr angenehm. Also das war, wie gesagt, ich habe fast eine komplette Range genommen. Also das ganze Zeug kostet um die 20 € oder ein bisschen mehr, 25. Ist jetzt nicht billig, aber ich wollte es unbedingt testen. Wenn es jetzt nichts ist, könnt ihr trotzdem 3, 4 Monate eure Haare durchgängig waschen. Dann stelle ich jetzt mal ein paar Sachen auf den Boden. Dann habe ich noch total random, das ist total, oh Gott, so schwer, habe ich Allzweck-Tücher mitgenommen. Und zwar, ich bin ein sehr, sehr großer Fan der DM Allzweck-Tücher. Und da gibt es jetzt eine neue Geruchsrichtung, und zwar Limette und Basilikum. Diese Dinger sind nicht für euer Gesicht gedacht, selbstverständlich nicht, sondern die benutze ich hier, um meine Flächen sauber zu machen, nach Make-up, in der Küche zum Beispiel meine Arbeitsflächen so ein bisschen gut duften zu machen. Und ich putze auch die Böden um meine Katzenklos herum. Ich habe ja, wie ihr wisst, 5 Katzen und die haben 3 große Toiletten. Und wenn die halt rauskommen und den Dreck halt da rausscharren, dann finde ich das immer super, super ekelhaft. Und deswegen nehme ich halt diese Tücher. Das riecht super krass nach Limette WC-Stein. Also wenn ihr das jetzt nicht mögt, dann ist das ein bisschen Stier. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das ein super, super Produkt. Ich habe da auch andere Geruchsrichtungen. Ich meine, es gibt noch Apfelblüte, Ocean und Granatapfel. Aber ich nehme eigentlich immer die Limited mit. Und jetzt war ich heute im DM in der Stadt drinne und habe eine andere Sorte. Und zwar seht ihr das, da steht oben drin Fleckweg-Edition. Und das ist ja so eine Eiswaffel. Seht ihr das? Das ist eine Eiswaffel. Und das riecht auch total süß. Also das riecht so ein bisschen, ja, wie so ein Gummibärchen oder so. Und das kommt in einer ganz, ganz tollen Verpackung. Also da kriegt ihr jetzt praktisch so eine Plastikbox mit noch einem. Normal, diese kosten 1,25 € eine Packung und diese beiden zusammen 2,95 €. Aber ich geier immer nach diesen Spendern, weil ich habe halt manchmal, ich hab da auch noch mal ein Päckchen. Das lasse ich aber zu, das wollte ich euch nur zeigen. So kommt das. Kostet 2,95 €. Es ist nicht so ganz so schlecht. Also ich persönlich habe die jetzt auf meinem Tisch liegen oder in meiner Schublade hier, in meinem Schublädchen und nehme die raus. Aber gerade in der Küche behalte ich sie lieber in diesen Päckchen, weil da sind sie einfach sauberer aufbewahrt. Da habe ich jetzt, also von der Sorte habe ich jetzt 4 und von denen habe ich tatsächlich 6 Stück mitgenommen. Also ich brauche so im Durchschnitt eine Packung pro Woche. Also es ist jetzt nicht gesponnen oder so. Wir haben auch in der Toilette eine Packung. Da zum Beispiel, da könnt ihr super hygienisch auch eure Klobrille zum Beispiel mal kurz sauber machen oder auch unter der Klobrille mal, weil ich habe auch nicht immer Zeit, da erstmal eine halbe Stunde irgendwie Chlorix einweichen zu lassen, weil dafür fehlt mir manchmal die Zeit. Aber damit kriege ich mal so das Gröbste weg, auch mal um die Toilette rum, den Boden sauber machen oder so. Das mache ich auch mit Feuchtetücher, aber das ist natürlich sauberer und für mich, ich fühle mich da einfach hygienischer. Dann habe ich noch und zwar was gefunden. Das hatte die super, super süße, mein Schatz Alida. Und zwar ist das ein Aromatherapie Body Lotion und zwar in der Farbrichtung, in der Geruchsrichtung Aromatherapie mit Orange. Und Leute, das ist abartig. Also es ärgert mich ein bisschen, dass, also ihr könnt es leider nur in dieser Box kaufen. Und zwar kostet die, wie ihr seht, 3,95 €. Das ist jetzt echt nicht teuer oder so, aber das riecht, Leute. Das riecht so, so angenehm nach Orange. Also ich wüsste zum Beispiel eine Patientin, die sich darüber bestimmt freuen würde. Und das passende Duschöl. Ich liebe Orange. Ich finde, das macht einfach unnormal frisch. Ich fühle mich, wenn ich mich mit Orange. Ich mag ja auch dieses Buttermilk Lemon total gerne. Aber das muss ich sagen, das ist super, super lecker. Und ich habe das bei ihr stand es am Klo. Da ist also neben der Toilette, ich schaue direkt gegenüber das Bad. Und da war so ein Regal und da habe ich beim Bibi machen, habe ich ins Regal gegriffen und habe das dann gerochen und ich fand das so geil. Ich habe im Regal geguckt, ich habe es aufs Verrecken nicht gefunden und ich glaube, sie wusste auch nicht mehr genau, ob es das so einzeln gab. Aber auf jeden Fall, falls ihr jetzt das haben wollt und aber die Bodylotion, also ich denke, ich werde es der Patientin mitbringen, weil die freut sich da bestimmt drüber. Dann, wie gesagt, dann habe ich noch für meinen Freund, für meinen Mann, einen Balea Man Sensitive Tagescreme mitgenommen. Ein sehr, sehr guter Tipp für Mädels da draußen, dessen Männer einfach super, super pflegefaul sind. Ich mag das eigentlich nicht, wenn mein Freund sich nicht eincremt, weil
Ich merke das halt auch in einer Zeit, die ist super schuppig und ich merke das auch an meiner Haut zum Beispiel. Ich habe ja krasse Poren, aber ansonsten wirklich sehr, sehr reine Haut und wirklich sehr viel Glück damit. Aber ich möchte einfach, dass er sich mal eincremt, weil das ist einfach, also er kommt von der Arbeit, geht duschen, nimmt Fett wie Seife und das ist auch alles Lauge, das ist auch nicht gut für die Haut, aber dann soll er sich bitte danach eincremen und das tut er auch ganz fleißig. Dann habe ich noch ein ganz normales Deo eingepackt und zwar das Nivea Hello Sunshine. Ich liebe dieses Deo. Das ist, da steht zwar Limited Edition, aber das ist Limited Edition seit einem halben Jahr oder so. Riecht sehr gut. Ich muss aber sagen, ich muss sehr, sehr oft meine Deos switchen, weil manche stinken plötzlich oder ich merke plötzlich, ich aspiriere irgendwie anders. Ist ganz verrückt. Haare. Und dann habe ich noch kleine Sachen, die zeige ich euch und ich muss euch den Oberhammer zeigen. Ihr wisst ja, dass ich ein sehr, sehr großer Fan der In Your Elements Paletten von NYX bin. Und Leute, wenn ihr das jetzt seht, kriegt ihr den Schocker. Ich habe bei einem anderen Haul, da muss ich überlegen, welcher das war, habe ich euch ja gesagt, also ich habe ja diese beiden Paletten, die Fire and Earth, also ich zeige euch gerne nochmal das Innenleben. Das ist die Fire Palette. Ich liebe sie. Also das ist auch eine, die, oh, wenn ich irgendwie voll Bock auf richtig krass warme Töne habe und so. Das ist die Earth-Palette. Und dann habe ich euch diesen wunderschönen Look, den ich ja wirklich über alles liebe. Diesen Magic Blue Eye Cut Crease, werde ich euch auch hier verlinken. Habe ich ja mit dieser Palette gezaubert und ich finde die ja so, so hübsch. So Leute, Jenny läuft mit ihrem Mann ganz, ohne sich bei was zu denken, einfach in den DM. Und das war jetzt, bevor wir sind zu Lara Croft. Wir haben Lara Croft angeguckt. Der ist übrigens sehr, sehr gut, der Film. Also der ist wirklich sehenswert. Ich kenne das Spiel von meinem Freund. Also er hatte das auf der Xbox mal angezockt und beziehungsweise durchgezockt. Daher kannte ich in etwa, das ist ja die Geschichte der jungen Lara Croft, wie sie praktisch in diese Verbrechensbekämpfung kommt. Und ich habe das entdeckt. Und Leute, guckt mal bitte auf den Preis. Ich habe für die In Your Elements Paletten, die mir fehlten, und zwar Wind und Air. Das waren so sehr bläuliche Töne, aber sehr viel Schimmer. Und das war halt eine komplett pastellige Palette. Ich sage euch ehrlich, für 30 Euro hätte ich sie nicht gekauft. Für 20 auch nicht. Aber für 10, da ist der fette Geier in mir durchgekommen. Das ist die Wind Palette. Die Air, da kann ich euch auch beweisen, dass es nur 10 Euro gekostet hat. Die werden gerade allgemein aus dem DM rausgenommen, Leute. Rennt in den DM, wenn ihr die haben wollt. Also bei mir gab es zum Beispiel keine Fire-Palette mehr. Es gab aber in Stuttgart noch Unmenge von Earth, Water, Wind und Air. Die Metals-Palette, selbst wenn es sie gegeben hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie mir geholt hätte, weil das ist eine grundmetallische Palette. Aber ich muss sagen, da bin ich qualitativ einmal was anderes gewohnt. Ich fand die sehr krümelig, als ich die damals beim Tester geswatcht habe. Also die haben mir nicht so gut gefallen. Und ich habe jetzt auch schon das Innenleben. Also ihr kennt ja diese Paletten und das ist halt das Spektrum. Wer jetzt denkt, boah, die sieht jetzt ein bisschen zu ähnlich aus wie die Water, täuscht sich, weil die sehen echt unterschiedlich aus. Also das ist jetzt nur so, das ist die Water und das ist die Wind. Also das sieht jetzt nur so krass ähnlich aus. Also ich habe, der Ton ist halt unnormal schön. Hier habt ihr dazu praktisch einen schimmernden Pendant. Also das ist, geht eher so ins Türkisene, das geht eher so ins Hellbläuliche. Ich liebe diese Paletten. Ich weiß, dass die unnormal gut sind. Ich werde, wenn es mir die Zeit jetzt hinlässt, also leider ist mein Urlaub jetzt auch vorbei. Ich drehe dieses Video aktuell am Mittwoch. Das heißt, ihr 2 Tage später bekommt ihr das dann zu sehen. Es ist jetzt aktuell seit Donnerstag praktisch mein Urlaub vorbei. Das heißt, ich werde ein bisschen weniger Zeit haben. Wie gesagt, ich werde mich um die Verlosung kümmern. Und ihr werdet jetzt regelmäßig Mittwoch, Freitag und Sonntag Videos von mir bekommen. Das wird auch strikt jetzt eingehalten, weil ich jetzt einfach eine Regelmäßigkeit in meinen Kanal kriegen möchte, was jetzt einfach auch mal echt an der Zeit ist, weil ich habe jetzt bald, im Oktober habe ich dann offiziell ein Jahr. Und da wollte ich auf jeden Fall diese Recommendation euch geben. Wenn ihr wirklich Interesse an dieser In Your Elements Paletten habt, schaut sie euch an. Aber für einen Zehner, Leute, das ist nix Qualität, aber zu Essenspreis. Das ist halt richtig geil. Dann zeige ich euch die In Your Elements Air Palette. Und ich muss sagen, für den Preis wurde sie plötzlich schön irgendwie. Und zwar ist das diese Palette. Das ist eine total pastellige Palette. Ich musste erstmal sagen, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte, weil Pastelle sind halt gar nicht meins. Ich bin ja eher so. Also, das ist jetzt auch ein Make-up, wo ich jetzt tatsächlich ins Kino gegangen bin.
Und es war mir recht scheißegal, muss ich sagen. Ich bin eine ultimativ selbstbewusste Frau. Es ist mir scheißegal. Und wenn ich, also ich laufe auch wirklich mit dem Smokey Eye gekattet bis nach hinten und rote Lippen. Ist mir eigentlich scheißegal, weil wenn die Leute so rumlaufen wollen, wie sie rumlaufen, dann juckt's mich ja auch nicht. Ja, und manche sind da auch nicht so hübsch. Und deswegen, ich finde diese Palette gerade für den Frühling total geil. Ich werde auch nicht swatchen, weil wie gesagt, ich werde ganz, ganz viele Neuheiten zusammenpacken in eine Kiste und werde euch ein First Impression, also ein Anwendungsvideo zeigen. Das wird dann so mal die nächste Woche irgendwie online kommen. Aber das ist wirklich schön. Nicht vergessen, es wird auch von meiner BH Cosmetic Haul, werde ich auch oben verlinken. Ich habe euch ein 50-Minuten-Video hochgeladen über meine ganzen Errungenschaften bei der Glow. Und da wird auch von jeder einzelnen Palette wird auch eine, sag ich mal, Review kommen, was ich werde mit den Glam Reflection Paletten anfangen, weil die gerade die neuesten sind. Auch mit der Zodiac Palette werde ich euch Tutorials schminken. Und da hoffe ich eigentlich, dass ihr da wahnsinnig viel Spaß habt. Deswegen lasst mir schön einen Daumen da, das hilft mir immer weiter. Dann habe ich eine tolle LE wieder entdeckt, beziehungsweise habe ich nochmal ein Standardding. Ich liebe meine Sam, weil sie hat unnormal geile Ideen. Immer wenn ich ihre Videos angucke und ich gucke die wirklich alle, like und bin auch ganz fleißig. Und sie hat ein Video gehabt, eine Highlighter-Palettensammlung und ich glaube Produkte unter 5 Euro, die sie geil findet. Und da war diese Palette auch dabei. Den habe ich übrigens auch hier gemischt, diese beiden Highlighter auf meiner Backe. Das ist ein so tolles Highlighter-Squad. Also da habt ihr einen Bronzeton drin, den könnt ihr so ein bisschen so zum Schimmer bronzen. Und das ist die Glow to Go von Essence. Die kostet 4,25 Euro, 4,45 Euro, glaube ich. Und die ist so, so schön. Also da hat die Sam keinen Scheiß erzählt. Also es ist wirklich, also ich gehe mal so mit einem, also ich habe so einen Highlighter-Pinsel von Ebelin. Da könnt ihr reingehen und dann baut ihr auf. Ihr baut auf des Todes. Also ihr habt wirklich einen Glow, das könnt ihr euch nicht geben. Und wenn ihr das ein bisschen mischt mit anderen Farben, seht ihr das? Oh mein Gott. Also das ist unnormal schön. Ich bräuchte eigentlich gar keine andere Highlighter-Palette. Natürlich habe ich trotzdem noch 20. Aber die ist wunderschön. Meine liebe Sam, vielen, vielen Dank. Und dann habe ich natürlich wieder eine LE entdeckt. Ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Jenny hat sie gesehen, musste sie kaufen. Und zwar ist es die Essence LE Glow. Und zwar, Leute, gebt euch mal diese Highlighter-Palette. Die ist riesig. In dieser Palette. Also die Highlighter riechen unnormal gut. Auch wieder nicht. Swatche ich euch aber gleich ein bisschen was. Es gibt da zwei. Es gibt einmal eine Palette, die ist ein bisschen kühler. Da sind aber Highlighter-Töne drauf, die ich finde zu grau sind. Also das ist so schön. Und das ist so die Palette, die so ein bisschen gräulicher ist. Also davon habe ich ja noch nichts in der Backe. Aber der. Hallo. Also der ist unnormal schön, seht ihr das? Ich habe die im Laden nicht geswatcht. Seid auch bitte vorsichtig, wenn ihr so Produkte kauft, die da in so einem Ding. Das ist so ein geiler Blush-Topper. Dieses bräunliche, das weiß ich, das werde ich nicht so krass nutzen können, weil seht ihr das? Das ist so ziemlich mein Hautton, das sieht halt nicht aus. Das ist eine riesige Palette, Leute. Und ihr glaubt nicht, die kostet um die 5 Euro. Ich glaube 4,95 Euro oder so. Eine super, super schöne, riesige Globe. Also wenn ihr seht, das ist die, ich denke mal, der Ton da oben ist sogar noch ein Ticken heller. Das ist die 4,95 und die kostet 5. Also schaut euch diese LE an, die ist wirklich so, so gut gelungen. Und wie ihr seht, die Highlighter sind auch super. Also die sind auch nicht pudrig, also so wie ich gucke, nicht. Also wenn ihr die gut verteilt, super. Dann gibt es, ich habe da einen gebackenen, also Baked Metallic Highlighter, ja. Dieser Highlighter, der war leider angeswatcht, das heißt, ich musste auf jeden Fall erstmal eine krasse. Aber Leute, can we just talk about this Highlighter? Das ist. Also, das ist unnormal krass. Also, Essence hat meiner Meinung nach auch die krassesten Highlighter in der Drogerie. Das seht ihr hier. Also, es gibt einen sehr, sehr goldenen. Schaut mal, das ist diese gebackene Form. Es gibt einen sehr, sehr goldenen. Und es gibt einen sehr, sehr hellen. Den kann ich natürlich nicht nutzen. Deswegen habe ich diesen Champagnerfarbenen mitgenommen. Nochmal hier die Verpackung. Es ist jetzt nichts Besonderes oder so. Ich glaube, der kostet knapp 2,45 Euro oder so. Also wieder unnormal günstig. Also das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, boah, krass. Dann habe ich mir, ich liebe Essence Pinsel. Leute,
Die Blender sind geil. Ich habe ja auch die Shader Brushes. Ich habe ja auch von dieser LE zum Beispiel unnormal süß. Da habe ich euch auch noch eine Review. Ich glaube, die kann ich auch morgen raushauen. Das ist eigentlich egal. Da haben wir halt eine volle Woche miteinander. Und da haben die so richtig geile holographische I Make You Glow. Und zwar soll es eine Highlighting Brush sein. Frau Bartling hat natürlich drei davon gekauft. Ich habe immer Backups. Wenn ihr seht, dass ich Pinsel von LEs kaufe, dann ist es einfach immer so, dass ich immer Backups kaufe. Und zwar nehme ich jetzt mal einen raus. Ich bin auch sehr gespannt, was das für einer ist. Ich habe auch noch ein Produkt und dann ist das Video schon fertig heute. Das ist total geil. Das ist ein flacher Pinsel. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ihr seht ihr das, wie flach der ist. Also ihr geht in das Produkt und dann streicht ihr praktisch das so über die Backen drüber. Sehr, sehr schöner, griffiges und auch wertiges Material. Ist sehr weich. Wie gesagt, ich habe noch zwei Backups, weil ich bin mir sicher, dass ich da auch unnormal geile Konturprodukte drauf machen kann. Also wenn ihr praktisch hier so geht, ich bin mir sicher, weil Essence-Pinsel haben unnormal gute Qualität, Leute. Der hat gekostet, ich glaube, 2,75 Euro. Und deswegen habe ich mir auch gleich drei gekauft. Der ist unnormal weich. Wie gesagt, da hatte ich jetzt nur die Chance, diesen Highlighter. Da gab es einen goldenen, aber der war nix so. Aber was mich total interessiert hat, war das hier. Das ist das Holographic Loose Powder. Und zwar Essence, die Glow-Variante. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß, dass zum Beispiel holographische Puder gerade total im Angesagt sind. Ich werde sie auch gleich testen mit euch. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich damit anfangen soll in meinem ganzen Gesicht, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich immer denke, hä? Also holographisch ist für mich jetzt nicht unbedingt, also seht ihr das? Es ist auch so leicht bläulich, seht ihr das? Ich muss mal jetzt schauen, wie das so rauskommt. Also ich schaue es mir jetzt mal an von der Farbe her. Also es ist jetzt, also da kommen oben so ein paar Krümelchen raus. Das gebe ich mir bestimmt nicht übers Gesicht. Schaut mal. Das ist so ein, also wenn ihr das so gebt, ja, seht ihr das? Es ist einfach mal krass rosa. Ist aber schön, muss ich sagen. Ich werde es mal probieren, weil mich das jetzt echt interessiert. Ich werde jetzt einfach so einen kleinen Blendepinsel nehmen. Und zwar, ey, vorsichtig, Leute. Jesus. Also für mich ist er halt sehr, sehr hell, aber Leute, der knallt. Also ich habe, glaube ich, schon wieder ein Produkt gefunden, wo ich glaube, absolut nur in manchen Regionen nutzen kann. Also es ist ein sehr holographisches Puder. Diese Quaste schmeiße ich direkt weg, weil die lasse ich da bestimmt nicht drin. Das Puder ist halt super blinding. Leute, und das ist halt dieses Puder. Warte mal, ich versuche euch mal das Licht so hinzulegen. Seht ihr das? Ja, besser. Schaut mal, das ist so richtig rosa, bläulich. Also das ist jetzt zum Beispiel für meinen Hauttyp. Also ihr seht ja auch, dass ich praktisch jetzt diesen weißen Sheen habe. Also ich bin total glowy jetzt, ja. Die Pinsel bin ich mir sehr sicher, dass die mir super gefallen werden. Das Coole ist ja bei dem Pinsel, ist, dass der 100% für diese Pfännchen gemacht sind. Seht mal, das ist fast 1:1. Ich habe natürlich auch so die Becker Highlighter. Da müsst ihr einfach sehr, sehr feinere Pinsel nehmen. Oder sowas wie ein Jeffree Star Eclipse, glaube ich. Da müsst ihr wirklich einen nehmen, wo wirklich eine harte Front ist, wo ihr wirklich kratzen könnt an der Fläche, weil das sind auch viel zu stark gepresste Highlighter. Und das war es auch schon mit meinem Haul. Also heute mal 20 Minuten. Hallo, man möge mir einen Keks schenken. Wie gesagt, meine Highlights sind wirklich diese Paletten. Leute, geht euch wirklich im DM umschauen. Schaut euch an, ob ihr irgendwie noch welche findet. Gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Ich hoffe, dass ihr wahnsinnig viel Spaß mit mir hattet, die ganze Glow-Zeit über. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Ich hatte jetzt wirklich Urlaub und habe eigentlich jeden Tag 2 bis 3 Stunden geschnitten, zusammengefügt und so weiter. Es werden jetzt so nach und nach natürlich Tutorials folgen mit den Sachen, die ich gekauft habe. Seid mit mir sehr gnädig. Ich habe mir auch schon überlegt gehabt, ob ich mit den Glam Reflections 3 verschiedene Looks in einem Video packen soll. Da könnt ihr wieder so mit unterlegter Musik sehen. Ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit, Bilder einfliegen zu lassen. Ich habe jetzt mir ein Programm für mein Handy runtergeladen. Da wird es jetzt auch demnächst Make-up-Wunschlisten geben. Da arbeite ich jetzt auch ganz doll dran. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, meine Schätze. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich denke am Sonntag oder morgen. Ich schaue mal, was ich Lust habe. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder.